So, meine gepflegten Freunde des Feeds, da bin ich wieder. Und wir haben diese wunderbare Promo vor uns, nämlich Promo zu Gold 2 in unserer Road to Dia Serie. Wir spielen natürlich wieder einen meiner Lieblingspicks zurzeit, nämlich Caitlyn Botlane, mit einem Bart als Support gegen einen Jhin und Morgana. Und jetzt blende ich einmal kurz noch schnell die Runen ein. Und dann starten wir sofort mal mit unserer ersten geilen Aktion hier, bevor es überhaupt in der Laning Phase losgeht. Ja, haben wir unsere Start-Items im Sack, rennen runter. Wollten eigentlich, ja, wir wollten einen kleinen Invade starten hier. Ja, wir haben eigentlich ein ganz gutes Team für den Invade. Wir haben ziemlich viel CC am Start. Gut, Kayn ist jetzt nicht so der Hammer-Pick, aber allein die Range von mir als Caitlyn und der Damage am Anfang von Caitlyn ist ziemlich sick. Mit Xerath, gute CC, Bart natürlich sowieso. Vor allem gegen den Wukong Jungle von denen war das, glaube ich. Ja, war das auf jeden Fall eine Opportunity, die man machen kann. Einfach mal zu invaden und zu schauen, ob wir uns ein paar Kills abgreifen können. Ist auch ein paar interessante Szenen jetzt, kommen jetzt gleich. Sind zu viert, Gangplank ist nicht dabei, der war oben auf der Toplane. Ist relativ, naja, ist nicht unbedingt High Risk, aber zu viert ist zu machen, ja, kann man schon mal machen. Jetzt stehen wir hier drin, keine Sau war da. Warten natürlich, ob da jetzt jemand kommt. Wir wollten eigentlich dann oben rumgehen, noch in den kleinen Busch und dann wieder in River zurück, weil niemand kam. Oder einfach direkt den Red Buff machen. Und da kommt schon die Morgana. Ja? Zack, erster Kill für uns. Easy live abgestochen. So muss das sein. Und jetzt passiert nämlich irgendwas Weirdes, nämlich Bart verpisst sich. Xerath rennt nach oben. Zwei Gegner stehen auf einmal da. Jetzt flasht Wukong rüber. Und dann gibt es Messy Fights all over. Da habe ich jetzt auch gleich ein fett Missplay. Da hätte ich vielleicht flashen können hier für den Kill auf die Irelia. Habe ich jetzt nicht getan. Und da hätte ich mein Q definitiv treffen müssen auf beide, weil dann wären beide nämlich gestorben. Ultra kacke gespielt von mir. Wollte ich jetzt gerade noch flashen, aber dann habe ich gesehen, dass er das gesmited hat. Wäre Waste gewesen. Ja, Waste von meinem Flash. Naja, gut, zwei Kills am Anfang für mich ist okay, hätten drei werden können, ja. Keine Frage. Oder zumindest noch ein Assist, weil Ignited war vom Bart. Aber naja, gut, sei es drum. Jetzt haben wir hier natürlich eine huge Wave. Morgana kam gerade back. Bart versucht hier ein bisschen zu traden. Wir müssen natürlich jetzt versuchen, schnell wie möglichst Level 2 zu pushen, da ja Jhin, wie man hier sieht, Solo XP bekommen hat am Anfang, weil Morgana ja noch nicht da war. Jetzt müssen wir halt ein bisschen, ja, bis wir jetzt ja hier Level 2 sind, die Wave dezimieren. Nicht zu hart offensiv gehen, weil wenn wir jetzt hier mal gegen eine Jhin Morgana Lane einmal im Binding sitzen, Jhin so nahe des vierten Schusses ist, dann sind wir halt instant RIP, ja. Weil da kann jetzt Bart jetzt auch nicht so viel reagieren, weil gegen den Spell Shield kann Bart jetzt auch nicht so viel machen mit Stun oder sonstigen Dingen. Ich meine, er hat ja nur wirklich effizient auf der Lane seinen Stun zur Verfügung und vielleicht ein bisschen diese Heal-Scheiße, aber ja, das ist jetzt auch nicht so die monströse Lane-Pressure. Ja. Aber hier gute Offensive, gutes Manöver hier von unserem Bart. Fast draufgegangen, ja. Aber war in Ordnung, gut getradet. Morgana ist sehr low. Bart kann sich, wie gesagt, mit seinen scheiß Dingern da hochheilen. Ist eigentlich relativ nice gelaufen. Am Anfang muss ich sagen, hat Bart hier ganz gut gespielt hier auf der Lane. Und dann passiert eigentlich jetzt schon Dinge, die ich mir jetzt irgendwie auch nicht so erklären kann. Das sind einfach so, ja, wir tun einfach mal Dinge. Und später war der auch eigentlich nicht mehr auf der Lane zu finden, weil der irgendwie die ganze Zeit irgendwo in der Weltgeschichte war und aber auch nicht so viel geholt hat. Hier war ein schönes Binding von Morgana. Sehr, sehr geil gebaitet. Da habe ich jetzt geflasht, um den Kill zu holen. Und da hat mich der Jhin dann teilweise outplayed. Da habe ich zu spät mein Q geschossen, dann healte er. Das habe ich nicht mehr auf dem Hinterkopf gehabt, dass er noch Heal-Up hatte. Und dadurch bin ich natürlich gestorben. Ganz klar. Jumpen wir mal weiter in die, bis wir wieder mal auf der Lane sind. Zack. Jawohl, hier 447, jawohl. Da haben wir wieder eine große Wave. Konnten zum Glück schon unser BF leisten, dank unserer zwei Vorlaufkills, ja. Also alles in Ordnung.
Ich meine, 2 Kills für Jhin sind nie wirklich gut, ja. Der scaled nämlich ziemlich insane, ja. Mit Kills und Items. Ich meine, durch Kills kriegt er Items, ja. Versteht sich irgendwie. Und jetzt geht's natürlich wieder weiter, die Lane zu pressuren. Ich meine, Farms sind wie behind, ist klar. Wir haben einiges verloren gehabt durch die Killabgabe an ihn. Das heißt jetzt auf jeden Fall Gas geben und den Farm wieder so klein wie möglich zu halten. Den Abstand klein wie möglich zu halten natürlich. So, jetzt beginnt die Journey vom Bard überall in der Geschichte rumzureisen. Und es dann interessanterweise zu einer fast schon 1v2-Lane zu gestalten. Für eine gewisse Zeit. Ich meine, mit Bard, klar, Focus auf Roams muss sein, ja. Der hat eine mordsmäßige Mobility, aber die Roams, die müssen halt auch richtig angebracht sein, ja. Du kannst jetzt nicht einfach die ganze Zeit in der Gegend rumfahren, ja. Das funktioniert so nicht. Da fällst du ein XP behind, da fällst du überall so hart behind, wenn du nichts aus den Roams bzw. aus den Gangs rausholst, ja. Da muss man schon, deswegen ist Bard auch nicht so einfach zu spielen, ja. Hier ist jetzt Morgana wieder ein bisschen offensiv gegangen, Bard kommt raus. Da hätte er jetzt vielleicht einen Move machen können, hätten wir mehr Damage anbringen können. Wave ist relativ wieder gestackt bei denen. Die müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen kleinholzen. Kayn steht auch in den Startlöchern für einen Gank. Jawohl, hier die Wave kurz. Ah, da habe ich einen Minion gemisst, leider. Und jetzt probieren die was, ja. Da habe ich mir jetzt gedacht, ja, wenn die jetzt da hinten stehen und Kayn auch da steht, versuchen wir mal ein bisschen zu den Bait zu spielen. Das heißt, einfach mal ein bisschen in die reinlaufen. Zack. Und die Leute zu baiten. Das wäre fast mein Untergang gewesen, ja. Weil ich doch recht viel Damage gefressen habe. Meine Minions, klar, eine riesen Wave. Sehr, sehr gut. Da Bart mich die ganze Zeit allein gelassen hat, bin ich natürlich auch in XP ziemlich ahead. Bin jetzt schon Level 6. Das ist schon ziemlich nice. Hätte ich mir den Kill auf jeden Fall noch holen können, falls er entkommen wäre aus irgendeinem Grund. Mit meiner Ult natürlich. Hier kommt Wukong, möchte noch einen Easy Snack auf mich abholen, aber ich habe noch Heal Up und meine Ultimate. Zack, da hat er no chance, weil er mit seinem Klon ist er an mich reingecharged. Das heißt, er kann sich nicht mehr irgendwie retten, indem er seinen Klon beschwört, um meine Ult abzuwehren. Nope, da ist er RIP. So. Landing Phase ist jetzt so gut wie vorbei. Jump mal weiter, bis der Tower halt weg ist. Da geht es jetzt langsam dann an den Tower ran. Hat schon noch ein bisschen eine Weile gebraucht. Da gab es relativ unspektakuläre Szenen, sagen wir mal so. Und deswegen jumpen wir jetzt da mal hin. Hier geht es dann langsam an den finalen Tower Push da unten. Zack, Jhin geht ein bisschen offensiv, kriegt ein Netz von mir ab. Verliert den Trade. Poppy roamt runter. Stimmt, die hatten eine Poppy Jungle. Auch interesting. Hier kommt Morgana mit einem Versuch, ja, hier bin ich volle Kanne in das Jhinwei reingeflasht, ja, wie so ein Depp. Wie so ein Idiot flash ich natürlich gerade und nicht ein bisschen versetzt. Hier werde ich so unglaublich pervers von den Minions geblockt, dass es schon abartig ist. So, dann kommt noch eine Gangplank-Ult dazu, Xerath formt auch relativ schnell. Bard war auch da, sehr gut. Bard ultet den Tower, ja, kann man machen. Zack, gönne ich mir noch den Kill. All over, ein ganz gutes Movement vom Team, muss ich ganz ehrlich sagen, mal eine entspannte Sache, dass Leute mal ein bisschen mehr in der Birne haben als Wackelpudding und mal ein bisschen ihre Füße in die Hand nehmen und die Map auf anderen Lanes pressuren, beziehungsweise unterstützen. Zack, da ist der Tower dann auch schon weg. 15 Minuten ist okay, farmtechnisch, naja, ging es natürlich auch besser, ich meine, es gab relativ viel Action. Aber jetzt bin ich auch wieder im Farm Ahead und auch im Kill und auch 8 Assists ist schon krass, dass ich 8 Assists schon habe. Gehen und Back holen natürlich unsere Infinity Edge danach und ja, einen Dagger noch für noch ein weiteres Attack Speed Item. So, und jetzt geht es natürlich rauf auf die Top Lane, wo jetzt 2 Leute sind. Da jumpen wir mal schnell hin oder bleiben wir mal kurz da? Ja, bleiben wir kurz da. Da gibt es auch ein bisschen Action-Maction. Zack, Kayn, dann flasht der Wukong halt vom Kayn-Ult weg. Ja, das ist halt. Das sind die Premium-Plays, die wir brauchen, ja. Aber ist letztendlich für uns Wayne, Kill ist Kill, ja. Zack, mit dem Gangplank gehen wir dann hoch weiter den Top-Lane-Tower pushen, ja. Aber was man jetzt hier auch, naja, eigentlich hätte jetzt der Gangplank runter auf die Botlane sollen, um, naja, einfach einen gescheiten Lane-Swap durchzuführen, ja. Der Bard, keine Ahnung, was die da unten wieder machen. Sieht man ja auf der Minimap, die machen da wieder nur Scheiße.
Aber letztendlich kriegen wir den Top Tower. Ich weiß nicht, ob wir den für den Bot Tower traden werden. Aber naja, gut. Ich meine, klar, wir sind hier im Elo-Bereich von Platin 5, Platin 4. Ja. Das ist jetzt noch nicht so, dass die Leute mordsmäßig den Oberskill auspacken und wissen, wie Rotations und sonst was klappen. Ich meine, ich bin ja selber hier in dieser Pfütze drin. Und ja, da muss man sich halt in gewisser Weise ein paar Abstriche machen. Ja. Da sind jetzt noch nicht die High-Elo-Plays am Start. Aber solange man die Sachen gewinnt oder solange man seine persönliche Sache gut macht, ist es in Ordnung, ja. Ich meine, man kann jetzt nicht so hart viel aufbauen. So, Drake kommt auch gleich ab. Wir porten hier schnell weg. Kaufen uns Attack-Speed Boots. Hätte ich eigentlich auch Ninja-Tabs gehen können, aber da ich jetzt so ahead war, habe ich gedacht, komm, go for it. Lass uns noch mehr Attack-Speed gainen. Da ist der Kane auch wieder RIP. Wurde er abgeholt vom Wukong, jetzt gerade wo Drake abkommt. Naja, nicht gerade so prickelnd. Ist immer so unglaublich passend, dass immer Leute immer kurz vor Objectives, wenn sie abkommt, immer genau dann sterben müssen. Ja. Passiert so, so oft. Das ist halt echt immer ein bisschen fraglich, wieso das immer so passiert. So, da kommt eine Irelia rein in den Busch, kassiert relativ viel von mir. Vision im River ist, naja, sagen wir mal, ein bisschen bescheiden. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen auf Abstand. Man weiß nie, wo. Das war sehr, sehr geil gemacht vom Xerath, dass er seinen Klon gekillt hat, damit ich mit meiner Ult durchschießen konnte. Zack, den Jhin, den holen wir auch noch ab. Wunderbar, zwei Kills zu uns. So, wie gesagt, gerade noch gesagt, die Vision im River war ziemlich bescheiden. Das heißt, da renne ich jetzt nicht so im Guerilla-Modus rein. Man kann nie wissen, was da jetzt durchrutscht. Ich meine, wir sind relativ hard ahead, ja, das stimmt schon, aber wir sind immer noch ein ADC. Wir sind immer noch die Seife vom Dienst, ja. Wir werden aufgehoben, wenn wir erwischt werden, ja. Wir haben zwar ein Outplay-Potential, aber ohne Flash, nur mit dem Netz und dem Heal, wird's doch close, ja. So, ganz einfach den Midtown nehmen. Kane pusht unten die Botlane. Rotaten wir jetzt runter. Ich weiß jetzt nicht, wieso Bart und Xerath. Mein Xerath möchte vielleicht back, ja gut, aber Bart da jetzt zur Toplane moved. Who knows, ja? Hätte jetzt auf jeden Fall eigentlich schon, wenn wir jetzt zu viert oder zu fünft gestackt da unten wären, auf jeden Fall den Tower haben können, weil die hätten uns zwar fighten können, aber die hätten den Fight sicherlich verloren. Xerath war nicht so low, Mana hatte er auch noch genug. Wir sind full life, wir haben Double Buffs. Wäre eigentlich safe gewesen, gut. Jetzt heißt es dann eben regroupen, da können wir jetzt nichts machen. Gönnen wir uns ein kleines Power-Upgrade mit unserem nächsten Seal hier, zack. Und moven dann wieder auf die Botlane. Gangplank pusht Toplane, ich meine Baron ist noch nicht ab, wir haben da noch eine gute Minute Zeit. Da holt man sich eigentlich, jawohl, wunderschön die Poppy ab. Easy life. Ich habe jetzt auch nicht gehört, dass Poppy Jungle so unglaublich strong ist. Noch schnell den Gromp mitnehmen. Und jetzt geht es eigentlich dann auch zum finalen Push, mehr oder weniger. Auf die Botlane. Bart ist schon im Gegner-Jungle unten und fightet sich ein wenig mit dem gegnerischen Jhin so. Und geht auch extrem low. Und kommt hier noch. Was ziemlich sexy ist. Ja, eine decent Bart-Ult, ja. Kann man schon machen. Ja, wunderbar. Noch den Kill auf Morgana abgeholt. Wunderbar, das sind halt easy Snacks, ja. Da muss man jetzt nicht ein großartiges ADC-Talent sein, um da jetzt hier gut zu stehen oder so. Das war ein Selbstläufer, das Game, ja. Wir haben auf der Botlane ein paar gute Aktionen gebracht. Wir waren am Anfang schon ahead mit dem 2-0, zack. Da kommt dann der Surrender Vote. Und unser erstes Promo-Game ist erfolgreich beendet, ja. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen hier an dieser Stelle und die restlichen Promo-Games werden natürlich auch folgen, ja? Dann haut's mal rein, vielen Dank fürs Zuschauen, Servus!